Ich war schockiert, mich hat es rückwärts aus meinem Zimmer wieder rausgehauen. Also es war wirklich Wahnsinn. Ich habe damit natürlich überhaupt nicht gerechnet und ja, war wie ein richtiger Schock für mich. Warum magst du denn Zamperoni nicht? Ja, EM 2012, Deutschland, Italien, Halbzeit, alle waren traurig, er grinst. Ja, also wie gesagt, wir sind uns mittlerweile schon ein bisschen näher gekommen durch die Aktion. Also dadurch haben sie schon, ja, hat was gebracht, aber die Aktion geht mir trotzdem nicht aus dem Kopf. Jedes Mal, wenn ich im Fernsehen wieder sehe. Jedes Mal, wenn du ins Zimmer kommst, würde ich sagen. Wie viele Zamperonis hängen hier denn, Marius? Das sind 660 Stück. Also wir haben 600 im Copyshop gedruckt und dann nochmal 60 nachgedruckt hier zu Hause, weil da nicht alles zugehangen war. Und wie lange habt ihr ungefähr gebraucht, um sie aufzuhängen? So gute 3 Stunden dann doch mit allem drum und dran. Ja, wie gesagt, heute Abend ist eine Party. Da wollen, glaube ich, einige noch ein paar Erinnerungsfotos mit Ingo machen. Ansonsten Mitte, Ende nächster Woche ist dann auch gut. Vielleicht bleibt die halbe Wand, die ist eh so kahl. Vielleicht bleibt die hängen, aber der Rest muss dann weg. Kannst du überhaupt schlafen? Dein ganzes Bett ist ja eingebaut. Ja, erschreckend gut kann ich schlafen, also besser als davor. Ich weiß nicht, vielleicht ist es, weil nicht mehr so viel Licht hier reinkommt durch den Ingo, aber ja doch, ich schlafe eigentlich sehr gut mit ihm. Da ihr euch jetzt so nahe seid, werdet ihr in Zukunft Best Friends? Ist nicht ausgeschlossen, also ich bin da offen für alles.